Ensemble, solidaire, gemeinsam zusammen. Allô et bonjour à vous tous. Je suis heureux que nous puissions célébrer la journée de l'amitié franco-allemande avec nos collègues français ici à Toronto. Guten Tag, chers amis du Canada et de Toronto en particulier. C'est la journée de l'amitié franco-allemande et c'est aussi une belle occasion de vous parler de nos projets communs ainsi que de notre travail en équipe dans la gestion de la crise sanitaire. Heute, am deutsch-französischen Tag, erinnern wir an den Élysée-Vertrag vom 22. Januar 1963, mit dem Präsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer die enge Freundschaft zwischen unseren beiden Nationen begründeten. Der Aachener Vertrag von 2019 stellte diese Beziehungen dann später auf ein breites Fundament und richtete das bilaterale Verhältnis für die Zukunft im Rahmen der EU aus. Deutschland und Frankreich haben sich mit diesem Vertrag auf ein gemeinsames Programm der verstärkten Zusammenarbeit angesichts einer unter Druck geratenen multilateralen Ordnung geeinigt. Denn nur gemeinsam kommen wir weiter. L'Allemagne et la France, avec leurs partenaires, sont également solidaires face à la pandémie. Nous agissons ensemble dans le cadre de l'initiative COVAX pour que tout le monde ait accès au vaccin contre la COVID-19 dans le monde entier. À l'échelle européenne, nous aidons par exemple l'économie à se redresser durablement grâce au fonds de relance économique. Multilateralismus ist Teamwork. Deshalb haben Deutschland und Frankreich die Allianz für Multilateralismus ins Leben gerufen, die sich für eine engere Zusammenarbeit der Staatengemeinschaft einsetzt. Kanada ist ein wichtiger Partner dieser Allianz. La lutte contre le changement climatique est un travail d'équipe. L'Allemagne et la France, avec leurs partenaires, soutiennent le pacte vert européen et nous sommes engagés d'ici 2050 à atteindre les objectifs de neutralité climatique dans le cadre de l'accord de Paris. Die Förderung von Frieden und Sicherheit in der Welt ist Teamarbeit. Deutschland und Frankreich arbeiten eng zusammen, um internationale Konflikte zu lösen. Ein Beispiel dafür ist das Normandie-Format für den Ukraine-Konflikt. La protection et la promotion des droits de l'homme est un travail d'équipe. Les défenseurs des droits de l'homme vivent dangereusement et risquent souvent leur vie. Pour soutenir ces personnes courageuses, nos pays décernent chaque année le prix franco-allemand des droits de l'homme et de l'état de droit. Nous ne pouvons résoudre les problèmes mondiaux qu'ensemble et en équipe avec nos amis et alliés. Ce qui a commencé il y a 58 ans aujourd'hui par une signature et des poignées de main entre deux anciens ennemis, s'avère être aujourd'hui une solide amitié près de 6 décennies plus tard. Gemeinsame Projekte, wie etwa das deutsch-französische Jugendwerk, das seine Entstehung dem Élysée-Vertrag verdankt, erfüllen die deutsch-französische Zusammenarbeit und Freundschaft mit Leben. Dies gilt auch für gemeinsame Aktionen hier in Toronto, wie unser Kochen für Menschen in Not in der Church of the Redeemer oder Veranstaltungen zu Klimaschutz, Städteplanung und anderen Zukunftsthemen. À l'amitié franco-allemande. Auf die deutsche-französische Freundschaft.